So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Goldene Edition. Wir sind auf einer neuen Route, nachdem wir durch den Eichen... Schwarzeichenwald, ne? Bin ich jetzt komplett blöd? Fuck, warte mal. Das ist hier irgendwo, warte. Hab nämlich tatsächlich mich gerade eben... Steineichenwald. Da habe ich mich nämlich hier umgeguckt, ob ich auf den vorigen Routen nämlich ein paar Teammitglieder finde, nachdem Owei ja eh gleich nach Hause geschickt werden musste, wenn wir gemerkt haben, dass wir es vor dem Postgame nicht entwickeln können. Ja, habe ich mich jetzt da entwickelt. Alles klar. Habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, was wir dann noch so bekommen könnten. Den vorigen und daher nicht, aber auf dieser Route soll es etwas Interessantes geben, nämlich in den Bäumen mit Kopfnuss. Und da will ich dann in dieser Folge mal schauen, ob wir auch dieses Pokémon bekommen werden. Ich traue dem da irgendwie nicht so ganz. Oh ja, mal schauen. Erstmal nachschauen. Erstmal müssen wir aber erstmal uns hier gegen ein paar Trainer behaupten. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir fündig werden. Das Sandan. Ich sagen, wechseln, oder? Ja, zu Alex, let's go. Die anderen hätte der irgendwie Bodenattacken oder so, dann hätten die anderen Probleme. Bin mir aber gar nicht mal so sicher. Aber egal, wir wechseln einfach zu Alex. Der müsste keine Probleme haben. Und der braucht auch Level. Das soll doch allgemein gerade mal was mit meiner Teamaufstellung ändern. Schließlich wollen die anderen auch noch Erfahrungspunkte, nicht nur der Starter, der ist ja schon auf Level 20. Die anderen wollen ja auch ein bisschen folgen vom Level her. Jetzt kommt ein Habitat, der ist perfekt für Felix. Hier kommst du rein. Auch entsprechend hin halt und wieder auch mal wechseln, sodass ich typentechnisch auch ein bisschen was zu bieten habe und der hier auch vielleicht mal ein paar Erfahrungspunkte sich ergattern kann. Fehlt ja auch nicht mehr viel bis Level 19. Aber bestehen wird es nicht, nicht reichen. Und das letzte auch noch? Ja, tatsächlich. Eventuell erreicht er dadurch Level 19 schon mal. Ja, wir können immer mal hin und her wechseln, um ein bisschen Abwechslung zu bieten. Nicht immer dasselbe Pokémon. Wie gesagt, leveltechnisch müssen wir natürlich halt auch ein bisschen aufpassen, damit sie alle gleich auf sind. Oder dass sie auch noch ein bisschen vorankommen. Ah ja, mal schauen. Weiß auch gar nicht, was uns hier noch so erwarten wird. Davon ist noch ein Trainer gleich. Zwei. Also uns erwartet hier wieder eine schöne große Route mit ein paar Trainern. Oh, hi. Tomato. Wäre eigentlich auch ein Thema für ein Mitglied, Teammitglied, aber habe ich ja schon gesagt. Will ich eigentlich nicht ins Team nehmen. Eigentlich nicht. Ist nicht in Planung. Hypnos war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber als Recht halt für die ersten zwei Generationen. Aber, ja. Das ist auch nicht die Welt, ne? Da habe ich jetzt ein anderes Pokémon im Fokus, das ich ziemlich gerne ins Team auch nehmen würde. Allerdings muss ich ja erstmal gucken, wo ich das überhaupt antreffen kann. Also auf jeden Fall war klar, dass es irgendwo in Bäumen anzutreffen ist mit halt Kopfnuss. Aber du musst erstmal gucken, was jetzt überhaupt gemeint ist. Sind damit die Bäume, die jetzt rechts sind gemeint, oder die sind nur diese kleinen Bäume? Ich konnte ja in den letzten Folgen nicht austesten. Hab vergessen auszutesten, ob hier. Ja. Ob man auf die Bäume auch draufschlagen kann, weiß ich tatsächlich nicht. Wir werden es eventuell gleich mal ausprobieren. Gucken wir mal. Aber erstmal müssen wir den Trainer hier besiegen. Okay, ich hab schon wieder vergessen, ich muss Wally wegpacken, sonst können wir ruckzuck Typ erlernen von mir aus. Aber wie sieht denn gerade dein jetziges Moveset aus? Lohnt sich denn ruckzuck Typ? Ja, okay, mach Rauchwolke weg. Für mich ist es vorübergehend. Mach mal Rauchwolke weg. Rauchwolke ist Müll. Das ist eine Prio-Attacke-Moveset. So immerhin etwas.
So, jetzt will ich das mal ausprobieren. Warte mal, erstmal, bevor ich das wieder vergesse, packe ich erstmal Waldi davon ersten Platz weg. Das geht ja gar nicht. Pack mal Alex nach vorne. Der ist Level 18, der braucht Level. So, gut. Kann ich hier gegenschlagen? Nicht. Also ich kann damit zumindest nicht interagieren. Dann funktioniert das anscheinend nicht. Da muss ich erstmal die richtigen Bäume finden, um mit denen zu interagieren. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Ja, das ist schön, bin ich. Und eigentlich wollte ich den Blitz eigentlich gar nicht vorlesen, weil es immer irgendein dämliches Gelaber ist, aber egal. Habe ich es jetzt einmal gemacht. Mankey. Interessant. Das ist sogar gut, dass ich zu Alex gewechselt habe. Der haut mit Windstoß ordentlich rein. Sehr gut. Und was noch? Dick da. Bleibe ich dabei. Wie das Dick da hier aussieht, so richtig aggro, ey. Guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Sprite? So, in den anderen Editionen ist so ein kleiner, harmloser, süßer Wurm und hier ist ein richtiger Aggro-Wurm. Richtig abgeht. Wow. Ich will gar nicht erst wissen, wie dick Tri aussieht. Ja, es gibt bessere Trainer, nur so. So, dann musst du wahrscheinlich hier noch kämpfen. Ja. Und da drüben geht es sogar weiter mit Surfer, aber ja. Da kommen wir logischerweise noch nicht weiter. Wir brauchen erstmal Surfer. Logischerweise. Hi, Hauptspruch. Hätten wir auch schon fangen können, ne? Haben wir aber, glaube ich, nicht, weil es sich fangen lassen wollte, weil wir zu stark sind. Warum mache ich eigentlich rück so viel? Ich bin gerade irgendwie blöd, kann das sein? Oh. Oh. Ich mal zurück, ist egal. Ist egal, ruck so viel meddert. Longhop-Spross. Ey, stimmt, ich hätte auch einfache. Nein, nicht wechseln. Stopp. Halt, stopp. Einfach Windstoß, das ist wenigstens effektiv. Wenn schon, dann sehr effektiv angreifen. Dass es keinen Unterschied macht, haben wir jetzt gesehen, aber ja, komm nicht. Oh, dieser Samen! Alter, das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne, richtig, richtig gerne hätte ich das. Mann! Aber leider kann man es hier nicht bekommen. Ich glaube sogar überhaupt nicht kann man es hier bekommen. Das kann man, glaube ich, nur rübertauschen aus Rot, Blau und Gelb. Irgendwie. Er ist recht aus Gelb, ne? Da kann man ja alle Starter bekommen, ne? Aus Gelb so übertauschen oder so. Das würde gehen. Aber sonst glaube ich im Spiel selber hier in Gold und Silber kann man die glaube ich gar nicht bekommen. Oh hi. Dann ist Abra. Habe ich ja schon über Abra gesprochen in einer der vorigen Folgen. Erstens scheiße zu fangen. Zweitens ohne Tauschmöglichkeiten nur bis zu Kadabra zu entwickeln. Also, ne. Nein, danke. Wie gesagt, so in der neuen Edition, wo man ganz einfach tauschen kann, gerne. Also, wo ich auch da tauschen halt möglich habe, wie zum Beispiel auf der Switch oder so. Einfach zwischen Switch und Switch Lite hin und her zu tauschen. Aber hier so, Emulator und so eine Scheiße. Nee, danke. Tatsächlich sehr gerne drauf. Da renne ich lieber ohne Kadabra rum, als nur mit einem Kadabra. Wenn schon ein Pokémon mitnehmen, dann auch voll entwickeln. Blockiert. Arschloch. Das ist tatsächlich auch ein Level 12er Traumat oder so. Leveltechnisch holen die auch langsam ein bisschen auf. Krass. Was ist hier? Aber das ist die Pension, ne? Ja, die Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Da war Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Warum seid ihr entsetzt? Ja. Das ist doch unglaublich, oder? Ja eben, warum seid ihr dann entsetzt? Verstehe ich mir nicht. Soll ich den Pokémon aufziehen? Nein, eigentlich nicht. Das war hier ein großes Thema gewesen, aber wir brauchen das eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja einfach nur das Spiel durchspielen. Sonst könnte man hier halt auch so züchten und so oder out Shinies hunten und so. Das werden wir mit Sicherheit in dem Let's Play nicht machen, da das mir zu aufwendig ist. Machen wir auf keinen Fall. Aber ja. Könnte man alles zum Beispiel machen. Hier ist ein Polizist am Start, der wieder faul in der Gegend rumsteht. Oh, Alter. Ist der so, wie er der Entfernung gesehen hat? Krass. Ja, was bist du?
Aber bislang, was komisch ist, ich habe bislang keine Bäume gesehen, in denen ich schütteln kann. Was ist da los? Warum geht das nicht? Kommt dann mit Enton. Was willst du denn? Was willst du denn? Dann tausche ich mal kurz. Hast Felix wie angegossen. Dann kriegen sie auch beide Erfahrungspunkte, also dann wird selbst mit geteilter EP wird Alex auf jeden Fall ein Level aufsteigen. Oh nö. Oh nö. Felix, was sehe ich denn da? Jetzt ist zwar Level 14, aber trotzdem. Ist lächerlich. Ist fucking 5 Level drüber. Wie kann es sein, dass dieses Enton noch lebt? 17. So, ja, genau. Alex erreicht Level 20, genau. Ist ja auch noch ein paar EP. Und dann haben wir's. So, jetzt muss ich aber langsam mal hier mal die Bäume finden, wo ich dran schütteln kann. Ist doch gar nicht. Kann ich an denen nicht schütteln? Ne, da unten, da unten, da unten. Hier. Den kann ich schütteln. Ja, genau. Probieren wir mal. Ja, und? Es taucht doch nur zu 30% auf, glaube ich, so wie ich es gelesen habe. Also es muss nicht sein, dass wir jetzt hier schnell treffen. Ich würde sagen, ich cutte ab jetzt schon. Komm, ich schaue mal hier, was ich so finden kann und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fündig geworden bin. Oder auch nicht. Wir schauen einfach mal. Ist hart, Leute. Ich habe nämlich einen kompletten Fehler gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich nämlich in der Route vertan. Nicht auf Route 34, sondern auf Route 33 müssen wir hin. Wir waren gerade auf Route 34 und ja, jetzt habe ich nochmal geguckt. Route 33 ist der richtige Ort, wo man das trifft. Gerade habe ich mir noch einen Griffel gefangen. Ich weiß nicht, ob ich das einblenden werde. Aber eventuell blende ich das sogar ein. Da habe ich mir kurz einen Griffel gefangen. Und jetzt möchte ich mir sehr gerne noch ein paar Pokebälle holen, da ich nämlich gerade gemerkt habe, ich habe nur noch 2 Stück. Und ich habe gerade gemerkt, ich laufe in die falsche Richtung. Jemand mag. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich noch ein bisschen Geld übrig habe, damit ich mir ein paar... Oh ja, ich habe sogar ziemlich viel, Alter. Zum Teufel. Damit ich mir ein paar Bälle kaufen kann. Ich würde mal sagen... 25. Müsste mehr als genug sein, fürs Erste. Und wenn nicht, kann ich ja auch mal offscreen mal zurückgehen nach Hause. Und noch mal ein bisschen mal gucken, was ich bisher zusammengespart habe. Wäre auch mal interessant zu wissen. So, ich check jetzt auch noch mal kurz ab. Das ist Route 33 jetzt. Genau. Route 33, hier bei den Bäumen schütteln, da müsste hier ein Teammitglied auf. So, bis gleich. Yes, da haben wir's. Geht doch. Ja, ich will mir tatsächlich einen Scarborn mit ins Team aufnehmen, weil ich habe ja erstmal gedacht, mir Dings mit ins Team zu nehmen. Wie hieß es? Will ich töten? Dankeschön. Janmar. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, suchst du dich hier mal ein bisschen um und da habe ich tatsächlich gefunden, dass es hier Scarborn gibt. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, komm. Nimmst du den Scarabon mit ins Team? Da Scarabon auch hier Kreuzschere erlernen müsste, aber das ist ja als TM von dem von Kai bekommen, dem Arenaleiter, ist doch perfekt. Können wir das dem doch eigentlich beibringen, wenn er es erlernt? Ich würde mal sagen ja, aber bist du mir sicher? Würde ich aber sehr nice finden. Jetzt bin ich kurz blöd hier, um links zu wechseln. Paralyse ist natürlich ganz, ganz wichtig. Damit wir das Vieh auch fangen. Jetzt hier meine Dollarwelle zu spüren. Würde ich hier jetzt auch noch fangen. Außer ist halt wirklich nur Pokebälle, weil ich meine ganzen Superbälle für das misslungene Owei verschwendet habe. Leider. Deshalb ja, muss es jetzt mit den Pokebällen hier klappen. Hoffen wir mal. Hoffen wir das Beste.
damit sich das Geld vor allem auch gelohnt hat. Haben wir jetzt auch nicht wieder reingebrettert. 5000 oder so. Aber noch mehr schwächen kann ich es nicht. Also entweder jetzt oder nie. Was? What? Die Viecher können flüchten? The fuck? So, was können die Viecher flüchten? Fuck my life! Was ist das? Das ist ein Bullshit. Ugh, dann sehen wir uns gleich wieder. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Diese verschwendete Lebenszeit. Oh. Wie lange habe ich jetzt für diesen Scheiß gebraucht, ey? Meine Güte. Ich arbeite mir einen ab hier mit Paralyse und im gelben Bereich. Nach 12, ich glaube genau 12 Bällen oder so, flüchtet es dann, ich raste komplett aus. Und jetzt treffe ich hier irgendeinen random Scarbon nochmal neu und jetzt bleibt es natürlich mit einem Tackle hier drinne. Wollt ihr mich verarschen? Ich will meine 12 verschwendeten Bälle wieder haben. Wie wär's denn damit? Was zum Teufel ist das denn bitte? Ey. Ich habe noch nie so viel Lebenszeit für ein verdammtes Pokémon-Teammitglied verschwendet. Ohne Scheiß. So, das ist jetzt die gute Shizaki. Dem sie ja leider kein... C! C! Fuck! Fuck you! Ich bin fertig mit der Welt. Okay, nehmt mir diesen Ausraster gar nicht übel, denn ich habe nämlich gerade
erfahren, dass wir zum Glück den Namenbewerter in der nächsten Stadt, die wir als nächstes ansteuern, ist. Weil ich wusste jetzt, ich bin jetzt so ausgerastet, weil ich tatsächlich nicht mehr wusste, ob es hier schon einen Namenbewerter gab, beziehungsweise wo der dann wäre. Nicht, dass ich um die halbe Welt reisen muss, nur um jetzt in meinen Dings umzubenennen. Aber nein, er ist zum Glück in der nächsten Stadt anzutreffen, zum Glück. Ohne Scheiß, ich habe noch nie so viel Zeit verschwendet für, um ein verdammtes Teammitglied zu fangen. Es ist einfach übel. Es ist hell. So, das ist beim Dings, ne? Okay, gut, anderes Thema. Jetzt heißt es auch erstmal leveln, oh Gott, ey. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, ohne Scheiß. Habe ich das Vieh nämlich auch noch leveln, ey, was zum Teufel. Griffel, du kommst weg. Griffel war noch unwahrscheinlich hier anzutreffen, und trotzdem habe ich das viel schneller gefunden. Was drücken? Hä? Ich habe es ihnen gar nicht gegeben. Ach so, ja, dann lege es ab. Dann kommt's weg. Ich würde schon sagen, hä? Nee, man kann es ja gar nicht ablegen. So, C, hi. Es geht ab. Alter. Das war ja mega beschissen, dieses Vieh zu fangen. Sag mal her, nein, du bist nicht zäh. So, sortieren. Dann haben wir unsere vier Teammitglieder hier, unsere vier jetzigen Teammitglieder. Und vor allem Sklaven. Oh, Alter. Sag mal her. So. Also Tackle, Hornattacke, Silberblick. Ja. Käferkampf ist es. Also ist als das Grabon so allgemein, ist klar. Ist immer dasselbe. Ganz interessanter Typ. Und ja, jetzt würde ich sagen, probieren wir es mal mit der Kreuzschere. Kann das vieles erlernen? Würde ich mal sagen. Würde jetzt mal behaupten, es kann Songklinge erlernen. Bitte enttäusche mich nicht. Nicht Kreuzschere. Und da habe ich die ganze Kreuzschere gesagt. Nee, Songklinge meine ich. Und ja, er kann es erlernen. Gut. Da er auch noch einen freien Platz hatte, hat er das auch gleich da reingenommen. So, sonst haben wir eigentlich nichts mehr, oder? Kannst du Sternschauer noch erlernen? Hat die MC verballern? Nein, kann er nicht. Was für eine Enttäuschung. Na, natürlich nicht, ist egal. Sternschauer ist jetzt auch nicht die Welt. Ich weiß nicht, ob ich geheilt habe, das mache ich jetzt mal schnell. Oh, dann würde ich sagen... Ja. Sagen, level ich das Vieh mal. Wenn ich jetzt so Stunden meines Lebens verschwendet habe, ja, wird es noch mehr Zeit verschwendet. Okay, also, bis gleich. So, da ich jetzt aber merke, dass das Training noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, dachte ich mir jetzt, ich beende jetzt einfach mal die Folge, weil ich habe jetzt hier wieder auch keinen Überblick, wie lange die Folge wirklich ist, und ich will auch ein bisschen was zusammenschneiden. Also, wie gesagt, ich beende jetzt lieber mal die Folge, nicht, dass sie noch zu lang oder zu kurz, oder dass es zu lang wird, sag ich mal so. Zu kurz kann ich nicht sagen, aber ich würde mal sagen, wird eigentlich passen. Hoffe es zumindest, dass es passt. Und ja, wie soll ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in Pokémon Gold, wenn ich dann hoffentlich meinen Scaraborn gut gelevelt habe, damit wir in der nächsten Folge dann endlich in die nächste Stadt kommen. Also ja, ich weiß auch nicht, was heute in der Folge los war, aber ja, es war sehr leidend, sagen wir es so. Und in der nächsten Folge geht es dann aber ordentlich wieder weiter. Wenn euch die Folge aber trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr ein Like da lassen, abonniert, was wollt, und ja, wenn ihr das genossen habt, dieses Leiden mit Scaraborn, dann ja, schaltet beim nächsten wieder ein, haut rein und ciao. Ich bin einfach nur fix und fertig.